Das Gedenken Allahs ist zweifelsohne die beste Tat im Islam. Also eine der allerbesten Taten im Islam. Und deswegen ist dieses Allah-Gedenken in fast allen Taten drin. Egal ob du das Gebet, die Shahada, das Gebet machst, im Ramadan, Tarawih, Laylatul Qadr, Hajj, Umrah, in fast allen guten Taten steckt Dhikr Allah Azza wa Jal, also das Gedenken Allahs mit drin. Und deswegen sagte der Prophet alayhi salatu salam, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كالحي والميت. Das Gleichnis von zwei Leuten, einer gedenkt Allah und der andere gedenkt Allah nicht, ist wie das Gleichnis von einem Toten und einem Lebendigen. Subhanallah, was für ein Vergleich. Ein toter Mensch und ein lebendiger Mensch. Weil das Gedenken Allahs, das belebt dein Herzen, das belebt die Seele. Und das ist die Nahrung für die Seele. Möge Allah uns zu denjenigen gehören lassen, die Allah viel gedenken.